Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Format auf diesem Kanal, welches sich da nennt 60 Minuten mit. Dieses Format will ich nutzen, um A, entweder Spiele zu präsentieren, die ich auf Steam besitze, aber noch nie gespielt habe. Viele Leute kennen das wahrscheinlich, die einfach eine absolut vollgestopfte Steam-Bibliothek haben, weil sie irgendwelche Bundles gekauft haben. Und dann gammeln da irgendwelche Spiele rum, wo man sich denkt, hey, vielleicht sind da ja irgendwelche versteckten Schätze dabei. Aber man hat, warum auch immer, irgendwie nie so richtig die Motivation, die mal auszuprobieren. Dafür will ich dieses Format nutzen, dass ich eben unbekannte kleine Spiele, die bei, also für mich unbekannte, die auf meinem Steam-Account rumgammeln, dass ich die spielen werde für eine Stunde, um zu sehen, wie es ist. Und zweitens für alte Perlen, wie ich sie jetzt hier offen habe, das Spiel Dungeon Siege, um euch das mal zu präsentieren. Dungeon Siege kennen eigentlich viele. Aber das sind dann auch so Spiele, wo ich mir denke, würde ich gern einfach mal wieder zeigen, einfach mal ein Video davon machen, einfach für Leute, die es noch nicht kennen. Und wo ich mir aber denke, dass es für ein komplettes Let's Play vielleicht doch zu viel ist. Also letztendlich einfach nur eine kleine Spielepräsentation. Also A, von Spielen, die ich selber nicht kenne und ich nicht weiß, was dabei rumkommen könnte. Und B von Spielen, wo ich sage, ein ganzes Let's Play lohnt sich nicht, aber will ich euch nicht vorenthalten, sollte man mal gesehen haben. Also es können neue Spiele sein, es können alte Spiele sein, da ist alles Mögliche mit drin. Genau, und mit Dungeon Siege fangen wir jetzt an. So, Dungeon Siege ist, wie soll man sagen, es ist ein RPG, aus älteren Tagen. Ich glaube, Release war 2000 irgendwas, wenn ich mich nicht irre, 2001. Das können wir aber auch mal eben schnell nachschauen. Dungeon Siege wurde released. Teil 2 war 2005. Will es mir nicht sagen. 2002. Wenn ich das hier richtig interpretiere. Ja, 5. April 2002 ist dieses Spiel released worden. Ist eigentlich eines meiner Lieblings-RPGs. Auch wenn die, ich sag mal, Charaktermöglichkeiten hier sehr beschränkt sind. Also wenn man sich andere RPGs von früher anschaut, sei es jetzt zum Beispiel Neverwinter Nights oder andere Spiele in dieser Richtung. Da gab es immer viel mit, wie stelle ich meinen Charakter ein, was ist seine Gesinnung, was sind seine Attribute, Fähigkeiten etc. Gibt es hier weniger. Finde ich aber nicht schlimm. Ich selber mag einfach generell das Spielerische hier und die Story, ja, die ist für damalige Verhältnisse ganz nett. Ist jetzt nicht umwerfend, aber man kann es sich angucken. Und jetzt hüpfen wir auch mal ins Spiel. A long time ago, on the continent of Arana, the once magnificent empire of stars had crumbled into oblivion, paralyzed by its own power-hungry legions. And torn asunder by an ancient and merciless evil. But the 10th Legion, the dying empire's most valiant soldiers and most trusted, withdrew far to the west to a land called Ebb, seeking to preserve what their empire had lost. Here, in the rugged mountains and the rich valleys of their new home, they founded the kingdom of Ebb, a kingdom that has embraced peace and freedom for 300 years. But there was a price.
Few now remember the evil that opposed them. Fewer still recall the dark sorceries cast to save them. And none could foretell that one humble farmer would stand between a vengeance from the past and the survival of the kingdom. Das bin ich. The Krog are attacking. I couldn't hold them back. You have long been my friend, but you can do nothing more for Old Nord. Go to Stonebridge. Find Gjorn. The Krog have elsewhere betrayed us. Your bravery will be needed by the king. Go. Now. Alles klar, machen wir doch. So. Also, das Spiel spielt sich ähnlich wie, wie soll man sagen? Ja, so ein bisschen wie Sacred und Diablo. Was mir an diesem Spiel extremst gefällt, ist, unser Held ist in seinen Fähigkeiten oder auch welche Waffen er benutzt, nicht vordefiniert. Also, wenn man hier mal ins Menü schaut, wir können alles lernen. Also, wir können alles skillen. Nahkampf, Fernkampf, Naturzauber, Kampfzauber. Das gilt sich alles, je nachdem, welche Sachen wir benutzen. Also wenn wir die ganze Zeit mit Nahkampfwaffen auf den Gegner einprügeln, skillt sich unser Nahkampflevel, dann machen wir damit mehr Schaden. Logischerweise sollten wir dann natürlich auch unsere Stärke leveln. Und so weiter und so fort. Also da gibt es keine Einschränkungen, wie man den Charakter selber spielt. Man kriegt natürlich auf Dauer selber noch Gefährten, welche dann, ich sag mal, schon so ein bisschen vordefiniert sind. Aber wenn man wollen würde, könnte man die auch umtrainieren. Also ich könnte mir dann auch letztendlich einfach eine Armee aus 8 Kriegern machen. Ist jetzt vielleicht nicht sonderlich sinnvoll, aber könnte man machen. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel auch unseren Zauber gefunden. Zauber findet man generell oder man kauft sie bei Händlern. Jetzt haben wir zum Beispiel den Feuerbolzen und Sepp. Sepp ist einfach Blitz. Und genau, dann haben wir hier aktiver Zauber 1 und aktiver Zauber 2. Wir nehmen jetzt einfach mal aktiven Zauber 1, nehmen wir den Sepp rein. So, muss ich gerade nochmal schauen. Genau, und dann kann man nämlich auswählen, mit was man angreift hier. Man kann bis zu 4 Sachen auswählen, also man könnte hier jetzt auch noch Bogen oder so machen. Und dann dementsprechend halt wechseln und die Fähigkeiten dementsprechend skillen. Jetzt greifen wir zum Beispiel durchgehend nur mit unserem Blitzern. So, jetzt hätten wir auch noch einen Bogen gefunden. Heißt, selbes Spiel. Wir rüsten jetzt einfach den Bogen aus. So, Bogen ist hier jetzt an zweiter Stelle. Gehen wir zum Gegner hin. Und versuchen den jetzt einfach mit dem Bogen zu killen. Also dementsprechend ist man halt wirklich null eingeschränkt. Und das finde ich super, super, super cool. Deswegen hat das Spiel für mich auch immer eine extremst große Langzeitmotivation gehabt, weil man auch immer mal was anderes ausprobieren konnte. Ja, und generell vom spielerischen Selbst her ist es halt natürlich töten, looten, töten, looten, töten, looten. So wie sich RPGs halt spielen sollten, überwiegend. Ich meine, klar. Es ist jetzt nicht so story-intensiv wie jetzt vielleicht ein Witcher oder Elder Scrolls. Wobei, Elder Scrolls story-intensiv zu nennen ist immer so ein bisschen... die Elder Scrolls ist eigentlich story-intensiv, aber man muss sich die Story aneignen. Also ist nicht so, dass einem jetzt eine große Story aufgetischt wird. Und hier jetzt bei so Sachen wie... Diablo oder eben auch Dungeon Siege hier sind solche Storys halt sehr dünn, aber durchaus angenehm. So, dann wollen wir uns nämlich jetzt mal den Weg zu dem Herrn Goin durchschlagen. Und natürlich, wenn man leere Ausrüstungsplätze hat, wird die Ausrüstung
den man findet, direkt automatisch angelegt. So, und jetzt haben wir nämlich schon unseren Nahkampf um eine Stufe erhöht. Sollte auch zwischenzeitlich mal gucken, ob ich bessere Waffen bin. 2 bis 5, 2 bis 4, also kommt der nächste rein. 2 bis 4, 1 bis 2, 1 bis 1. Okay. Jo. Moment, wir schauen gleich nochmal aufs Menü. Wobei, können wir eigentlich auch während dem Kampf machen. Ich habe ja auf leicht gestellt, das sind die Gegner wirklich nicht besonders. Man sieht jetzt hier auch, dass sich die Stärke nach und nach erhöht, wenn man ein paar Mal drauf schlägt. Ja, jetzt hat man es zum Beispiel gesehen. Ist da so ein kleiner grüner Abschnitt gekommen, ist das nochmal nach vorne gegangen. Genau, und so skillen wir einfach unseren Char. Da ist nicht groß mit Talentpunkten oder Attributspunkten oder sowas. Nö, es ist rein Erfahrung sammeln durch Kämpfen. Es gibt ja an sich hier auch kein Level-System. Wir sammeln keine klassischen EP, sondern es kommt alles tatsächlich durch Prügeln. Genau. Erzieht euch alle schön. Und man kann auch, wenn man jetzt denkt, okay, meine Ausrüstung ist jetzt nicht die beste. Klar, natürlich kann man sich neue Ausrüstung kaufen, sobald man mal in der Stadt angelangt ist. Wie jetzt zum Beispiel Stonebridge, wo wir auf dem Weg hin sind. Da gibt es auch einen Händler. Man sollte aber auch, wie es in RPGs halt auch eigentlich üblich ist, abseits der Wege alles mal erkunden. Dazu können wir hier auch die Karten... Entschuldigung. Man sollte es nicht gedrückt halten. Kann man auch die Wege abseits hier mal erkunden. Und man kann es theoretisch hier jetzt auch so spielen. Man kann es aus der Kartenperspektive heraus spielen. Finde ich auch ganz witzig. Es ist halt dann ganz praktisch, um versteckte Höhlen besser zu sehen. Oder wie jetzt da hinten. Ton. Die Truhe sieht man jetzt zum Beispiel hier nicht. Kommt, gebt auf. So. Machen wir die Kiste auf. Nix drin. Haben wir jetzt Pech gehabt. Es gibt leider auch Kisten, wo einfach nichts drin ist. Es gibt aber natürlich auch hier so, ich sage jetzt mal, Schatztruhen, wo man ganz deutlich sieht, wenn man die aufmachen, dann ist da definitiv auch was drin. Vielleicht nicht immer das, was man braucht, aber es ist was drin. Und was man nicht braucht, kann man ja immer noch zu Geld machen. Alle Gegner haben auch unten eine HP-Anzeige, damit man weiß, wie weit man noch von seinem Sieg entfernt ist, was dann gerade später bei Bossen extremst wichtig ist, weil man dann auch ein bisschen taktischer vorgehen muss. Also wenn man dann später mal so einem Drachen gegenübersteht mit seinen, was weiß ich, 200.000 HP und man dann doch planen sollte, wie jetzt zum Beispiel hier mein Bildschirm oben blinkt, weil meine HP in einem, ich sag jetzt mal, relativ kritischen Bereich sind. Und dann kann man halt überlegen, so, ist der Gegner gleich tot oder nehme ich lieber noch einen Heiltrank? Und worauf ich auch mal noch eingehen könnte, ist eigentlich so das restliche Interface. Klar, hier unten Heiltrank und Mana-Trank haben auch Short-Tasten. Also, na, was wollte ich jetzt sagen? Genau, Tastenkürzel. Also, schon klar. Braucht man nicht die ganze Zeit mit der Maus runtergehen und klicken. Und unten rechts haben wir hier noch Formationseinstellungen. Das ist dann wichtig, wenn wir natürlich mehrere Partymitglieder haben. Dass wir dann sagen, zum Beispiel, alle Bogenschützen sollen nach hinten, alle Nahkämpfer nach vorne. Dann welches Verhalten? Direkt nächstes Ziel angreifen oder hauptsächlich verteidigen. Und dann kann man halt sagen, hier, Leute, Gegenstände einsammeln. Sammelt mal alles ein, was herumliegt. Mache ich aber eigentlich immer von Hand. Außer es ist wirklich viel zu viel. Dann hier unten
kann man einschalten, ob wir Gegenstandsbeschreibungen, also die Namensanzeige, wenn jemand was fallen lässt, ob wir es anzeigen lassen oder nicht. Hier natürlich die Übersichtskarte, hier haben wir das Tagebuch, wo man auch nochmal die Gespräche wiedergeben kann. Und zuletzt das Spielmenü. So, jetzt haben wir hier noch ein einsames Hütchen, was offensichtlich nicht mehr von Menschen bewohnt ist. So langsam würde ich mich aber tatsächlich mal über ein bisschen bessere Ausrüstung freuen. Also in anderen Spieldurchläufen hatte ich zu dem Zeitpunkt zumindest mal schon einen Helm. Oder auch Handschuhe. Wäre alles mal nicht schlecht. So, wir haben einen kleinen Gesundheitstrank. Können natürlich auch in die oberen Stockwerke gehen. Können hier auch mal die Sachen durchsuchen. Da haben wir zum Beispiel Geschichte der Grüfte. Das ist ähnlich wie in Sackhut. Wenn wir Regale durchsuchen, können wir Bücher finden, die noch ein bisschen so das Worldbuilding erläutern. Also, wie ist die Welt aufgebaut? Was gibt's da alles? Und dann haben wir natürlich hier auch neue Zauber, die dann auch gewisse Voraussetzungen haben. Wie jetzt zum Beispiel hier die magische Rüstung. Die dann halt Naturzauberstufe 3 erfordert. Dafür müsste ich jetzt halt zum Beispiel mehr mit Sepp hantieren. Also die ganze Zeit Leute mit irgendwelchen Blitzen abklatschen, damit ich irgendwann mal auf Stufe 3 komme und die magische Rüstung verwenden kann. Stirb! Da hinten eine Höhle. Lass mal gleich gucken. Was auch manchmal schade ist, das wird vor allem in höherstufigen Kämpfen sichtbar. Es wird eine lange Serie von Verfehlen, 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 Treffer, Verfehlen, Verfehlen. Das ist leider so, aber muss man mit leben. Zur Optik muss ich sagen, Dungeon Siege ist jetzt vielleicht nicht besonders hübsch, nicht gut gealtert, aber es läuft eigentlich bis heute reibungslos auf allen Systemen. Eigentlich aber nur im Vollbildmodus. Wer gerne Spiele im Fenstermodus spielt, das Spiel hat an sich eigentlich keinen Fenstermodus, das muss man mit einem Startbefehl noch hinzufügen. Und dann kann es aber sein, und das war bei mir leider durchgehend der Fall, dass es dann die ganze Zeit zu irgendwelchen Flimmergeschichten kommt, die Maus hat geflimmert, dann gab es irgendwelche Grafikfehler, also das ist nicht zu empfehlen. Das ist wirklich ein reines Spiel, was ihr nur im Vollbildmodus spielen solltet. Es gibt Leute, die es hinbekommen haben, das Flickern zu entfernen. Mir ist es nicht gelungen. Also trotz intensiver Anleitungen, aber also auch im Control Panel von Nvidia habe ich versucht, das Spiel hinzuzufügen, diverse Einstellungen zu befolgen, dass da keinerlei 3D-Enhancements dazukommen, die das irgendwie verursachen könnten. Ja, war leider nicht erfolgreich. So, und jetzt seht ihr hier so eine Kreatur, die da noch so schön leuchtet. So richtig schön Dance-Disco-mäßig. Das sind meistens, ich sag jetzt mal, Elite-Gegner. Elite-Gegner oder Bosse. So, jetzt wäre mal an der Zeit, wo ich sagen würde, ja, kann ich mal einen Heiltrank verwenden. Dann klatsche ich mal auf den Großen ein. Und das ist jetzt so ein Punkt. Erstmal treffen. Mehrere Treffer in Folge. Ich bin stolz auf mich. Ja, da muss auch dringend eine andere Waffe her. Oh, das kommt sicher noch. Da ist sie doch schon. Knochenkeule. So. Warte mal ins Inventar schauen. Knochenkeule. 2 bis 3. Bringt mir gar nichts. Loot-technisch habe ich jetzt schon tatsächlich ein bisschen Pech. Also manche lassen da durchaus mal schönere Sachen fallen. Aber was soll's. Einfach weiter schnetzeln. Wenn man jetzt zum Beispiel auch Schwierigkeitsgrad schwer spielen würde, wäre das tatsächlich schon ein Problem.
Und da hat man dann auch mit solchen größeren Horden von Gegnern, hat man dann schon Probleme. Also muss man schon gut wechseln können zwischen Zauber und Nahkampf, je nachdem, was gerade klüger ist. Und muss auch schauen, dass man seine Heiltränke gut verwaltet, dass man möglichst früh an gute Ausrüstung kommt. Ist dann alles nicht ganz so einfach. Oh. Da wird gerade ein armer Bewohner aufgegessen. Ich glaube, dem können wir nicht mehr helfen. Aber wir können ihn rächen. Na komm. Triff mal mehr. Ich brauche unbedingt eine neue Waffe. Und mein Nahkampf, wie sieht's denn da aus? Okay, Stärke hat sich fast erhöht. Von der Stufe her. Ah, Radok hat an Stärke gewonnen. Das wollte ich doch lesen. Genau. Also nehme ich manche Gegner dann teilweise wirklich am Anfang schon One-Hit, wenn man das ordentlich skillt. Was durchaus nützlich ist. Zack, zack. Also es geht definitiv schneller. So, Zauber doppelt mitnehmen, braucht man echt nicht. Also Feuerbolzen hatten wir ja, glaube ich, schon. Komm, mach sie kaputt. Ich will keinen Heiltank nehmen. Dankeschön. Feuerbolzen hat man schon, ne? Hier überleben. Da, Feuerbolzen. Also braucht man nicht zweimal mitnehmen. Hat keinen Vorteil. Kann man liegen lassen. Man könnte es verkaufen, aber bringt jetzt auch nicht den Umsatz. Da lebt ja noch jemand. Hi. I should have guessed you'd be cleaving your way to Stonebridge to find out what's got the Krug all stirred up. If you could spare a few minutes to help an old neighbor before you go, I've a favor to ask. Ja, bitte. When I realized the Krug were actually attacking us, I tried to get to the safety of my cellar, but they had a little welcome party waiting for me. If you need any supplies for the long trek to Stonebridge, and wouldn't mind clearing out the remaining Krug downstairs, you can help yourself to whatever you need from my stalls. Alles klar. Machen wir. Und hier kommt... Also, ich weiß nicht, was ihr in der Regel so für einen Keller zu Hause habt. Vor allem, wenn ihr so abseits lebt. Aber dem sein Keller ist schon... krass. Also fand ich immer ein bisschen witzig. So. Soweit noch in Ordnung. So ein, zwei Räume unten. Okay, zum Lagern. Verstehe ich. Aber wartet mal ab. Jetzt schauen wir uns hier mal noch weiter um. Oh, ein Kurzbogen. So, genau. Jetzt haben wir hier noch zwei Gegner. So, und jetzt haben wir nämlich da noch einen vermeintlichen Gullideckel. Was? Inventar schon wieder voll? Ah, verdammt. Ist aber zerlumptes Leder. Werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Das ist kein Gullideckel. Es ist ein Aufzug. Und jetzt kommen wir erst zum richtigen Keller. Also ich weiß nicht, wer so einen Keller daheim hat. Ich hätte ihn auch gerne. Branka, der Fledderer. Der meint hier aufmucken zu müssen. Ja, klatsch ihn. Komm, stirb. Sehr schön. Auftrag erfüllt. Ja, ist auch wieder nur Knochenkeule und Kurzbogen. Absolut irrelevant für mich. So, hier geht's ja noch weiter. Da ist der richtige Vorratsraum. Ja, also, manche Sachen sind hier etwas überdimensioniert, aber mich stört's nicht. Ich meine, mehr zum Looten. Schauen wir uns nämlich hier nochmal ein bisschen um. Lebenssauger haben wir schon. Das passt, das passt. Abgetragenes Leder. Ich glaube, das kann ein bisschen mehr als dieses zerlumpte Leder. Ja, zumindest mal einen Rüstungspunkt mehr. Das ist ein bisschen was. Das ist besser als nichts. Ja, endlich ein richtiges Schwert. Zerrissenes Leder.
Jetzt aber. Verteidigung 16. Jetzt kriegt man doch langsam die Upgrades, die ich will. So, ein schönes Schwert. 3 bis 11. Das ist auch sehr gut. Ja, manche Sachen behalte ich mal. Kann ich noch ein bisschen was verkaufen, wenn wir nach Stonebridge kommen. Ja, passt doch. Können wir jetzt weiterziehen. Mir fehlt noch ein Schild, fällt mir gerade so auf. Was ich schade finde, man kann leider nicht mit zwei Waffen kämpfen. Also zum Beispiel zwei Schwerter. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Es gibt zwar Sachen, wo dann hier steht Zweihandwaffe, weswegen ich dann eigentlich davon ausgehe, dass man vielleicht auch mit zwei Schwertern kämpfen kann. Geht aber nicht, also einhändig geht dann halt wirklich nur Schwert und Schild. Und zweihändig dann quasi nur so eine große Zweihandwaffe. Finde ich ein bisschen schade, ist aber halt so. So, geben wir die Quest ab. My thanks for clearing out the Krug. If they're coming after farmers in our own homes, I don't doubt you'll battle many more on your journey to Stonebridge. You'd best be on your way. Watch out for yourself and don't worry about me. I've enough supplies in the cellar to keep me going until this blows over. Alles klar. Dann wirst du ja alleine zurechtkommen. Ich gehe deutlich gestärkt heraus und kann meinen Weg nun fortsetzen. Weiter in die tiefe Wildnis Richtung Stonebridge. So, und jetzt liegen sie nämlich ordentlich. Und das ist auch was ich sehr an diesem Spiel schätze, ist, man spürt jeden Fortschritt. Also jedes neue Ausrüstungsteil, jeder Stärkepunkt, der dazukommt, man spürt es sofort. Und das finde ich super. So, ist ein kleiner Krugmagier hier. Die fliehen immer gleich, wenn sie ein bisschen HP verloren haben. Ist ein bisschen nervig. Weil da muss man auch teilweise mal wirklich vor die rennen und zack. So, hau den weg. Nein. Du rennst hier nicht weg. Zack. Nochmal Mana-Tränke. Wobei ich mich auch frage, wofür ich die eigentlich einsammle, weil ich zauber nicht. Weil ich bin ja generell immer eher so der Krieger-Typ. Egal in welchem RPG. Ich hau lieber drauf, als dass ich groß zauber. Die einzige Ausnahme bisher war da echt immer WoW. Da habe ich immer einen Magier gespielt. Aber fragt mich nicht, warum. Ich weiß es nicht. Noch ein Stärkepunkt. Beziehungsweise Nahkampfpunkt. Die Nahkampfpunkte sind dann halt eher fürs Handling da, dass man weniger verfehlt. Ach, wir haben hier wieder einen kleinen Boss. Das war mal ein kleiner Boss. Was haben wir da? Stumpfer durch. Ein bisschen Gold. Kurzbogen, abgetragenes Leder. Bin mit meinem Leder sehr zufrieden. Was haben wir denn hier noch schönes? Gesundheitstränke. Ah, Gold. Gold ist immer gut. Ja, komm nur her hier. Sehr gut. So, zack und zack. Oh, ja, manche Kisten haben auch Fallen. Hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. Jo. Als ob ihr mir Angst macht. Seit One-Hit. So. Bin mal gespannt, ob wir es überhaupt bis nach Stonebridge schaffen in einer Stunde. Speedrunner würden jetzt sagen, ja, easy, aber so einfach ist es tatsächlich gar nicht, weil nach Stonebridge ist es doch ein relativ weiter Weg. Aber wir müssten zumindest so weit kommen, dass ich die erste Gefährtin dazu bekomme, dass ich auch noch ein bisschen das Gruppenspiel zeigen kann. Theoretisch brauche ich jetzt auch nicht jeden Gegner mitnehmen. Da ich das Spiel nur zeigen will, brauche ich mich jetzt nicht auf ultimativ skillen. Aber, es macht mir halt auch Spaß. Metzeln ist doch immer was Schönes. Oh, Lederstiefel. Sehr schön.
Neue Schüchen. Komm jetzt. Wollte schon sagen. Und falls es Leute gibt, die sich fragen, wie ich dieses Spiel überhaupt aufgenommen habe, weil in OBS lässt sich das Spiel nur ganz schwer aufnehmen. Im Vollbildmodus eigentlich gar nicht. Da habe ich nur als Tipp, macht das, dass ihr das im Fenstermodus startet, per Startbefehl. Fügt dann eine Fensteraufnahme hinzu, zu Dungeon Siege. Und wenn ihr das Spiel dann wieder schließt, die Startoption wegmacht und im Vollbildmodus startet, kriegt das OBS dann doch trotzdem noch aufgenommen. Damn fool Krug. I knew there was none too bright, but today I seen everything. They torched this here bridge and then set to driving a wagon caravan across while it was still a burning. Now the only way to Stonebridge is that a ways, and that means going through the old crypts to the road beyond. You ain't gonna catch me going that way. Ja, das ist jetzt unser Ziel. Durch die Grüfte müssen wir nämlich nach Stonebridge und das. Ja, die sind nicht klein. Die sind tatsächlich relativ groß. Da verfolgt mich was. Kann mich aber mal. Oh, Wölfe. Viele, viele Wölfe hier. Aber Wölfe sind kein Problem. Soll nur herkommen hier. Ganze Meute. Und ihr merkt dann auch, also selbst wenn wir hier auf leicht spielen, wenn jetzt mal so eine größere Gruppe kommt und ich habe jetzt eine relativ gute Rüstung, das Leben sinkt doch langsam, aber stetig. Und wenn man dann auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt, dann wird das schon brenzlig. Ich meine, sowas erwartet man dann auch von einem höheren Schwierigkeitsgrad, aber ja. So. Da hinten steht wieder ein großes Tier. Der Leitwolf. Hier geht's zu den Grüften. Schön alles wegkloppen, was wieder im Weg steht. Da hinten haben wir jetzt auch nochmal ein größeres Lager. Letztendlich, wie eigentlich in jedem RPG, alles mitnehmen. Man braucht einfach diese Skillung, weil sonst hängt man irgendwann hinterher und dann kriegt man die Gegner einfach ewig nicht geklatscht oder man verfehlt dauerhaft und das macht dann echt gar keinen Spaß. Komm. Da. Hat nichts Besonderes. Hat nichts. Ja gut, war wieder eine Falle. Die Fallen werden auf Dauer dann natürlich auch ein bisschen gefährlicher. So, wir könnten jetzt straight zu den Grüften, könnten uns aber auch noch um den Lightwolf kümmern. Lightwolf sehe ich jetzt aber gerade keinen Sinn drin. Ich will eigentlich wirklich nur noch die Gefährten einsammeln, ein bisschen Gruppenplay zeigen. Und dann müsste man die Zeit eigentlich für dieses Video auch schon wieder voll haben, weil wie gesagt, die Grüfte sind nicht klein. Und im Idealfall komme ich noch bis nach Stonebridge. Wenn jetzt natürlich so eine Gruppe auf mich einprügelt, ist das relativ. Aber unser Held macht das. Der kann das. Generell vom Gameplay würde ich sagen, es ist halt auch ein bisschen langsamer als Sacred. In Sacred gehen die Kämpfe doch schneller voran. Aber da ist man halt auch schneller tot, wenn die Gegner zu stark sind. Da kann man nicht einfach mal so reagieren. Achso, stimmt, was ich auch noch gar nicht erklärt habe. Aber das kann ich dann beim Gruppenspielen machen.
Denn es gibt hier unten noch eine Pause-Funktion. Und wer zum Beispiel Dragon Age schon mal gespielt hat, der weiß, wofür man sowas braucht. Spitzhaube, ich habe einen Helm. Streitkolben. Ah, Inventar voll. Fahren wir die Lederstiefel weg. Du darüber, du raus. Streitkolben. Könnte nämlich sein, dass der besser ist als unser Schwert. Schauen wir mal. 10 bis 13, definitiv. Also einmal zum Streitkolben gewechselt. Genau, Hauser weg. Da sind schon mal die Grüfte. Gut, da hinten gibt es nichts Besonderes. Also gehen wir direkt rein. Und werden jetzt auch ein ganzes Stück lang unterirdisch sein. Hier gibt es natürlich auch neue Gegner. Und man sollte alle Wände genau absuchen. Überall können geheime Gänge sein. So. Stab können wir auch noch sammeln für Magier. Da habt ihr hier noch hier diese Mana-Brunnen und Gesundheitsbrunnen. Wenn man es nötig hat, kann man da Mana und Gesundheit komplett wieder auffrischen. Brauchen wir jetzt natürlich nicht. So, wir müssen jetzt nur gucken, wo wir lang müssen. Und die Gegend ist wirklich voll von Monstern. Ihr seht, die kommen hier aus allen Ecken gekrochen. Was natürlich gut ist zum Skillen. Zum Vorwärtskommen ist es halt ein bisschen mühselig. Das Skelett denkt sich so, nö, ich habe keine Lust. Was haben wir denn hier in dem Sarg? Mana-Tank. Brauchen wir nicht. Wir ziehen jetzt einfach mal weiter. Skelett, Hauptmann. Ich habe keine Angst vor dir. Auch wenn du echt viel Leben hast. Aber ich bin ja gut gerüstet. So. Währenddessen kann man, keine Ahnung, Kaffee kochen, sich was zu essen machen. Ah, schön. Ein Schild. Ein kleiner Rundschild aus Metall. So, leider legt er die nicht automatisch an, wenn nicht genug Inventarplatz da ist. Heißt, irgendwas muss man dann doch mal rausprügeln. Ah, oh, Stärke 14. Ui. Das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, ich muss hier generell mal ein bisschen aufräumen. Schmeiß mal ein bisschen Altkrams raus hier. Hier haben wir abgenutztes, steifes Leder. Boah, Verteidigung 44 erfordert aber auch Stärke 14. Das dauert alles noch ein bisschen. Okay, können weiter. Wie sind wir denn gerade mit der Stärke? Autsch! Fallen! Hey, was passiert wohl, wenn man dieses Buch nimmt? Ich nehme es nicht. Generell, was ist überhaupt ein Zauberbuch? Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Skill rausspringt oder so. Nee. Jeder, der Magie benutzen will, braucht ein Zauberbuch im Inventar. Braucht der. Geht sonst nicht. Sonst können die nicht zaubern. Heißt, wir könnten jetzt theoretisch dieses Zauberbuch für den nächsten Begleiter mitnehmen. Da ich jetzt aber das Spiel nur zeige, brauchen wir das nicht. Wieder Rüstung. Klingt ja noch extremer. Nee. Leider nicht. Leider ist es deutlich schlechter. Ein Hammer. Nope. Brauche ich nicht. Bin mit meiner Waffe gerade sehr zufrieden. Überall Gegner. Komm, hause alle zu Brei. Jawoll. Ja, Stufe 3 im Nahkampf. Wuhu.
Sollen wir da hinten? Da haben wir nur wieder Fallen mit Mana-Trank und Gesundheitstrank. Habe ich auch keinen Bock drauf. Wir wollen vorwärts kommen. Komm, alles mal kaputt machen hier. Au. Erstmal wieder schön in eine Falle gelatscht. So, da hinten ist zu. Ah. Ich vergesse immer, dass man nicht gedrückt halten soll, sondern dass man nur einmal drücken muss, damit es aufgeht. Muss ich kurz überlegen. Moment. Da. Muss ich kurz überlegen, wo es weiterging. Suchen. Hier geht's noch weiter. Hallo. Herr Skelettmann. Kleiner Schild? Kann ich den schon tragen? Den kann ich schon tragen. Schön. Ja, wir nähern uns tatsächlich so langsam schon mal dem Mittelteil. Heißt unseren neuen Begleiter. Beziehungsweise Begleiterin. Komm, hau weg. Ah, mal was trinken. Dann nehme ich doch noch ein paar Gegner hier. Kleiner Rundschild aus Metall, Lederstiefel, Hackebeil. Ja, wir haben Stärke gewonnen. Verfehl nicht, du sollst sie zu Brei hauen. Muss man jetzt Stärke 12 haben, ne? Genau. Also bis 14 dauert es noch ein bisschen, aber die Ausrüstung war ja auch stark, die wir da gefunden haben. Jawohl. Ich werde auch mal schauen, also ich habe aktuell über 460 Spiele auf Steam. Und da gibt es noch einige, die ich nicht angerührt habe. Also, dieses Format wird höchstwahrscheinlich sehr lange Bestand haben. Und vor allem, ich habe die Spiele nur auf Steam. Ich habe ja auch noch andere Plattformen. Wie Origin, Uplay, Good Old Games. Ah, da ist der Boss. Oh. Der ist halt fies, weil der kann über die gesamte Länge hin kann der seinen scheiß Laserbeam machen. Der braucht sich nicht groß bewegen. Aber es ist Schwierigkeitsgrad leicht, deswegen viel merkt man davon jetzt nicht. Und zack. Herzzerreißer. Da hinten ist unsere Begleiterin. Hallo. You are either a hero or the most spectacular fool I've ever had the good fortune to meet. Whoever you are, accept my thanks. I am the scribe Eulora. Another day forced to translate tomb markers for the Krug, and I'd have gone as mad as old Prince Edward. These thick-headed brutes barely understand fire. How can they have now mastered necromancy? This does not bode well. But I doubt we'll learn more here. I think there's an exit just to the east of here. Shall we travel together? Ja, natürlich. Man kann sich auch die Leute nochmal anzeigen lassen. Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz und auf was die so geskillt sind. Da sie der erste Begleiter ist, ist sie noch relativ ausgeglichen. My thanks. I did not cherish the thought. So. Man kann sie auch am Anfang noch ausrüsten. Geschicklichkeit 13 hat sie nicht. Ja gut, da hätte ich jetzt vielleicht nicht die Sachen von Anfang an wegschmeißen sollen. So, von der Grundausrüstung. Generell hat sie. Warum ziehst du deine Lederkappe nicht an, Mädel? Aber immerhin hat sie auch zerrissenes Leder. Okay. So, generell, genau, kann man dann um beide den Rahmen legen. Der den Kreis um sich rum hat, ist quasi der Leader. Der ist immer vorne und der Rest dackelt hinterher. Und jetzt eben könnte man hier noch verschiedene Formationseinstellungen machen. Und, genau.
Man könnte jetzt auch, wenn man jetzt in einem harten Gefecht ist, könnte man das Spiel pausieren. Könnte ihr jetzt sagen, wenn sie zum Beispiel einen Heilungszauber hat, hey, heil mal ihn und dann das Spiel weiterlaufen lassen. Das kennt man eben aus Spielen wie Dragon Age. Genau. So, damit sie jetzt aber nicht irgendwie mit bloßen Fäusten kämpfen muss, soll sie zumindest mal das nehmen. Ausrüstungstechnisch habe ich ja sonst nichts. Ah. Nein! Danke. So, weiter geht's. Und dann sind wir auch schon draußen. In der freien Natur. Und da wir tatsächlich noch ein bisschen Zeit haben, schaffen wir es auch nach Stonebridge. Heilende Hände. Als hätte ich es nicht gerade irgendwie gesagt, so, ich könnte ihr einen Heilzauber geben. Da ist das Schild nach Stonebridge. Ja, kommt, sammeln wir euch mal alle zusammen hier. Da hinten ist noch ein schönes Lager. So, kommt mal alle beisammen hier. Genau so will ich das sehen. Ah, genau. Jetzt ist nämlich so ein Punkt. Mir ist nämlich gerade eingefallen. Madame hier hat keine Heiltränke im Inventar. Die muss man tatsächlich rüberreichen. Und dann kann es weitergehen. Oh lol, jetzt habe ich gepennt. Egal, die Leute sterben nicht permanent. Die bleiben erhalten. Ah, der Typ da hinten kann wiederbeleben. Das ist das Problem. Ja komm, hau sie mal alle weg hier. So, und jetzt kann man sie zum Beispiel benutzen. Die darf sich jetzt einfach mal alles einsammeln hier. So. Den hier machen. Zack, zack. Und dann warten schon die nächsten Gruppen auf uns. Also zu tun gibt's immer was. Muss ich auch immer mal ein bisschen mit den Einstellungen hantieren. Weil, wenn man da so ein bisschen das Falsche stehen hat, dann, ja, lassen die sich auch mal attackieren, ohne dass die irgendwie reagieren. Das ist dann auch manchmal ein bisschen blöd. Stoßschwert. Normales Stoßschwert. Was kannst du? Erfordert Stärke 13, 12 bis 22. Sehr cool. Man hätte sie jetzt übrigens auch einfach in der Gruft stehen lassen können und alleine losziehen können. Das geht auch. Ob man das machen sollte, ist wieder was anderes. Aber ihr seht auch jetzt, wo wir zwei Leute haben, können die stärker, sind die Gegner auch darauf ausgelegt, dass sie jetzt deutlich stärker sind. Weil man ja die Möglichkeit hat, mit zwei Leuten unterwegs zu sein. Jo, macht mal halblang hier. Da muss ich schon wieder heilen. Weil sie dann doch nicht so viel aushält. Aber das müsste jetzt eigentlich das letzte große Lager sein. Da hinten haben wir nochmal einen großen dicken. Und dann haben wir eigentlich Stonebridge erreicht. Ja, komm nur her, du.
kommt wieder die ganze Meute. Ja, komm, als drauf hier. Als drauf. Sehr gut. Kümmern wir uns mal um den Dicken da. So, die frisst aber echt viel. Da haben wir einen etwas edleren Rundschild gedroppt. Den kann sie aber höchstwahrscheinlich noch nicht verwenden. Ja, Stärke 13. Was hat er als Zusatzeffekt? Fernkampfschaden um 5% gesenkt, das ist gar nicht so schlecht. Yep, oh, ich hab den Aufstieg verpasst. Wo auch schon wieder eine Riesenhorde wartet. So, wir können jetzt auch einfach mal rein theoretisch versuchen, nach Stonebridge durchzurennen. Weil die Gegner verfolgen einen tatsächlich nicht ewig. Und da hinten haben wir schon Stonebridge. With only a name given by a dying friend, our beleaguered hero entered the battle-worn gates of Stonebridge. Who could know then that the arrival of one humble farmer from the fields would change the very course of the kingdom? Ja, wer hätte das erahnen können? Ist ja was ganz Neues in solchen Spielen. So, die kümmern sich drum. So, willkommen in Stonebridge. Ein... ja, sehr vom Krieg gezeichnetes Örtchen. Und hier haben wir diverse Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, hier natürlich mit allen Leuten zu plaudern. Ihr seid der erste Bauer, der unsere Mühle seit dem Angriff der Krux erreicht hat. Ah, ihr seid nicht hier, um Korn abzuliefern, oder? Wenn es draußen auf dem Land wirklich so schlimm ist, wie alle behaupten, dann stehen uns harte Zeiten bevor. Da die Krux den Großteil unserer gelagerten Nahrungsmittel gestohlen haben und die Farmer kein Getreide mehr zur Mühle bringen, werden wir uns höchstens noch eine Woche ernähren können. Ich habe versucht, am Strand ein paar Fische zu fangen, aber die Krux haben anscheinend einige dieser schrecklichen Skrupp-Dinger zurückgelassen. Ich habe den Hauptmann der Wache um Hilfe bei der Räumung des Strands gebeten, aber er scheint unsere Probleme nicht zu verstehen. Er möchte keine Wachen von den Toren abziehen, solange diese noch nicht neu errichtet worden sind. Ich wäre dazu nie in der Lage, aber wenn ihr den Strand räumen könntet, würde das den Stadtbewohnern eine Menge bedeuten. So. Das haben wir gemacht. Jetzt müssen wir noch Gjörn finden, wo auch immer der ist. Und genau. Wir könnten jetzt hier noch mit den diversen Bewohnern reden. Also Wachhauptmänner. Können aber hier uns auch mal die Schmiede anschauen zum Beispiel. Dann können wir auch einkaufen. Und das funktioniert wie jedes andere Shop-System auch, was wir nicht brauchen. Nehmen wir rüber, zack. Und so weiter und so fort. Zum Beispiel auch sowas. Und hier können wir dann verschiedene Sachen kaufen. Rüstungen, Waffen und Schilde. Und die Shops haben dann meistens noch... Entschuldigung. Haben dann meistens noch mehrere Seiten, wo man sich die ganzen Sachen noch angucken kann. Also es ist... die Shops sind nicht klein. Da muss man auch genau jeden Cent abwägen, was man sich jetzt holt. Hier zum Beispiel so ein einfacher Lederpanzer wäre jetzt zum Beispiel wieder besser als das zerrissene Leder an sich. Ach nee, Quatsch. Sorry. Hab falsch geguckt. Tut mir leid. Falschaussage. Gut. Aber das wäre zum Beispiel besser. Die Frage ist jetzt, lohnt es sich 126 Gold auszugeben, um das zu tragen? Oder wartet man noch, bis man Stärke 14 hat und trägt dann den? Das sind auch Sachen, die man überlegen muss. Also hier kommt es dann durchaus auf jeden Cent an. Zumindest am Anfang.
mehr oder weniger. Hier haben wir dann noch ein Gasthaus. Da kann man, wenn mich nicht alles täuscht, dürfte hier schon einer rumstehen. Ja, da hinten. Man kann hier nämlich auch Leute rekrutieren. Es gibt hier einfach diverse Leute, die, stehen hier einfach so rum, haben Langeweile, wollen ein bisschen Action. Dann kann man sie rekrutieren gegen ein gewisses Entgelt. Sollte man in der Zukunft definitiv tun. Weil ich glaube, man kriegt nicht den kompletten... Die komplette Partie nur mit Story-Charakteren voll. Sicher bin ich mir da gerade nicht. Und ich meine, wie viele Spieler gingen? Ich glaube, 8 Leute konnte man in der Partie haben. Inklusive einen Esel. Und der Esel ist tatsächlich relativ wichtig. Den kann man hier auch in Stonebridge kaufen, weil der Esel hat Gepäcktaschen. Und die sind gefühlt 10-mal so groß wie das Inventar. Und wenn man dann halt irgendwelchen Schrott dabei hat, kann man das alles auf den Esel abladen. Wenn ihr auf dem Weg nach Norden seid, nehmt euch in Acht. Wir haben seit dem gestrigen Angriff aus dieser Richtung nichts als Krux kommen sehen. Wenn ihr den Funkehöhlenpass von Feinden räumt, wäre es für uns viel einfacher, die Straße zu sichern, sobald der Hauptmann dazu den Befehl gibt. Ja, neuer Auftrag. Wir suchen eigentlich immer noch Gjorn. Der müsste hier auch irgendwo rumstehen. Ara. Hier kann man den Esel kaufen, wenn man will. Bei Owen. Wachhauptmann? Hier seid ihr fürs Erste sicher. Die Krux dürfte nach dem Massaker gestern Abend erstmal die Lust vergangen sein. Gut zu wissen. Haben wir nur gerade, wo Gjorn ist. Na gut. Letztendlich ist es auch nicht wichtig, weil jetzt würde die Story einfach nur... Ach, da ist er doch. Mensch. Even though that beauty hasn't thrown a stone since I was a pup. It don't take a wizard to smell the goblins behind this Krug raid, but the Overseer of Glacier needs to be told what happened here nonetheless. Ja, dann machen wir das doch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich höre teilweise die Stimmen nicht mal. Aber das muss man dann halt extra nochmal in den Einstellungen ändern. So, Gjorn ist jetzt auch nochmal ein Partymitglied. Den könnte man jetzt auch nochmal ausrüsten, wofür man eigentlich das meiste Gold aufwendet. Ich wäre jetzt in den Grüften zum Beispiel auch viel intensiver am Durchsuchen und Sammeln gewesen. Weil man braucht das Gold einfach. Weil man jetzt schon 2 neue Partymitglieder hat, die man voll ausrüsten muss. Und da bleibt einem halt aktuell nur der Shop. Weil sie sonst einem im Gefecht dauernd umkippen. Das habt ihr ja gerade bei ihr sehr eindrucksvoll gesehen. Genau. Ja, sonst noch was? Nee, ansonsten war es das eigentlich. Zu den Optionen kann ich euch noch sagen, wie gesagt, weil ich ja gerade gesagt habe, Sound. Ja, Stimmlautstärke ist halt ein bisschen niedriger als die Musiklautstärke. Generell kann man hier alles einstellen, was man braucht. Ja. Gut. Dann war es das soweit zur Vorstellung von Dungeon Siege. Ich hoffe, dass euch dieses Format soweit gefällt und dass ihr hier vielleicht eine neue Spielperle für euch entdeckt habt. Ich bedanke mich... Ah! Eine kleine Info noch. Offiziell ist in Steam bei Dungeon Siege der Multiplayer deaktiviert. Also wenn ihr auch auf Multiplayer drückt, dann heißt es da deaktiviert. Es gibt Möglichkeiten, das zu umgehen. Da kann man auch wieder Startbefehle und so weiter nutzen, um das zu umgehen. Und dann kann man auch mit dem Remote Host, den Steam ja jetzt anbietet, kann man das auch zusammen spielen. Das ist überhaupt kein Problem. Also, wisst ihr Bescheid, ne? Gut, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Adios.